So, ich würde jetzt auch gerne mal mit einem Mythos aufräumen. Da müsste ein oder andere Pflanzenliebhaber ganz dick sein. Man liest immer mal wieder, die Grünpflanzen oder Zimmerpflanzen wären sehr effektiv in der Reinigung der Luft im Zimmer. Würden Formaldehyde und dergleichen, also flüchtige organische Verbindungen, könnten die in großen Mengen aus der Luft filtern. Ehrlich gesagt, das stimmt so nicht. Es gibt natürlich diese oft zitierte Untersuchung der NASA von 1989, wo man das in Klimakammern nachweist. Klimakammer heißt 70 mal 70, da ist Luft drin, da sind Pflanzen drin und dann konnte man wirklich nachweisen, die Pflanzen filtern auch diese Giftstoffe aus der Luft hinaus. Im Zimmer ist aber was ganz anderes. Da ist die Konzentration deutlich geringer, da sind auf den Quadratmeter oder auf den Kubikmeter viel, viel weniger Pflanzen drin. Also ich würde davor warnen, da sich große Illusionen zu machen. Einmal gut lüften bringt viel mehr als 10 Pflanzen. Die Pflanzenmenge müsste dann so groß sein, man spricht etwa von 10, 20 Pflanzen auf den Quadratmeter, also richtig viel, damit es wirklich einen Effekt erzielt. Und es sind in der Regel auch nicht die Blätter unbedingt, die für diesen Effekt zuständig sind, sondern am ehesten die Wurzel. Da müsste man also spezielle Töpfe haben, die die Luft auch an den Wurzeln vorbeiführt. Das ist in den Kunststofftöpfen auch nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, sie sind gut für das Wohlbefinden, die Pflanzen. Man hat Untersuchungen gemacht in Büros, wo Pflanzen stehen, fühlen sich die Leute viel wohler, das Arbeitsklima ist besser. Wichtig ist, sie filtern unheimlich viel Schall, also sie absorbieren Schall, gerade großblättrige Pflanzen. Man hat einen ganz anderen Raumeindruck, es hält nicht so sehr. Sie sorgen für Luftfeuchtigkeit im Zimmer, auch das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil nahezu alles, was ich ja an Wasser hier zuführe, verdunstet über die Blätter. Und insofern habe ich dann auch eine gute Kühlwirkung im Sommer, weil verdunstendes Wasser, kennt man ja vom Schwitzen, kühlt. Also es ist auch eine kleine Klimaanlage. Und wer Bedenken hat und sagt, aber die könnten ja des Nachts atmen, die Pflanzen ja auch. Also tagsüber betreiben sie Photosynthese, das heißt, sie holen das Kohlendioxid aus der Luft und erzeugen mit Licht und Wasser Zucker. Aber nachts muss dieser Zucker auch wieder veratmet werden. Das heißt, nachts brauchen die auch Sauerstoff. Das ist aber so viel weniger als zum Beispiel der Partner, der nebenan im Bett liegt. Da würde ich eher den Partner rausschmeißen als die Pflanzen. Aber das war ja auch immer ein Mythos, man darf auf keinen Fall im Schlafzimmer Pflanzen haben. Das heißt, du sagst, hey, alles Quatsch, im Schlafzimmer dürfen Pflanzen sein. Genau, im Schlafzimmer dürfen Pflanzen sein. Es gibt allerdings Ausnahmen. Zum einen mal, wenn es blühende Pflanzen sind, die besonders stark riechen, das mag nicht jeder. Wenn es Pflanzen sind, die allergische Reaktionen hervorrufen können, auch das mag nicht jeder. Und als drittes, zu viel Pflanzen würden natürlich auch sehr viel Luftfeuchtigkeit reinbringen. Und dann kommt es natürlich wieder darauf an, ist es zu feucht im Zimmer, habe ich Schimmelbildung, habe ich Schimmel auf der Erde, auch das ist ganz wichtig. Das wäre kontraproduktiv, wenn ich natürlich nachts in meinem Schlafzimmer auch noch die Schimmelsporen von irgendwelchen Substraten einatmen müsste. Also da ist ein gewisses Mittelmaß natürlich wichtig. Aber Hauptgrund dafür ist eher das Wohlbefinden, Pflanzen zu haben, als die luftreinigende Wirkung. Das ist eher eine akademische Sache. Man versucht das zum Beispiel. Durch Genmanipulationen hat man das bei Epipremnum, also bei der Efeutute, gemacht. Man hat denen spezielle Eiweiße aus einer tierischen Leber eingepflanzt, sodass diese Leistung, diese Absorptionsleistung nochmal vergrößert wurde. Es ist aber immer noch mikroskopisch klein und es ist nicht besonders vielversprechend. Man kann da noch was dran tun, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Lieber mal lüften. Also ich höre daraus, aber man arbeitet an dem Thema nach wie vor. Wahrscheinlich auch um dieses Thema Biosphäre, dass Menschen wirklich autonom leben können und so weiter. Wahrscheinlich, weil du sagtest schon NASA, ne? Es kommt aus der Ecke. Genau, da wird auch immer noch weiterhin geforscht, aber eher was CO2-Bilanz betrifft, weniger was Nährstofffilter betrifft. Es gibt auch Pflanzen, die sogenannten Kammpflanzen, das sind Crassulaceae Acid Metabolism, Kamm. Die atmen zum Beispiel nachts nicht aus. Und warum nicht? Weil die stehen in der Sonne, sehr trockene Standorte. Das gehört übrigens hinten zu unseren Sukkulenten, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn die tagsüber ihre Spaltöffnungen aufmachen würden, dann würden sie zu viel Wasser verlieren. Deswegen öffnen die nachts ihre Spaltöffnungen. Und dann atmen sie nachts nicht, sondern produzieren noch Zucker. Ein bisschen schwierig, aber es gibt da schon Lösungen, was die Sauerstoffproduktion betrifft. Aber ansonsten würde ich sagen, Filter von Giftstoffen, das würde ich mir